Hallo und willkommen zurück zu Civ City Rom. So, wir befinden uns Immigranten erreichen die Stadt. Hier in Britannia. Machen wir mal ganz kurz Pause, damit wir uns mal hier die Ziele ansehen können. Wir brauchen 20.000 Bevölkerung. Ein Zivilisationswert von 95, der liegt momentan bei 60. Und ein erzieltes Wohnungswesen von 5 Palästen. So, den Kredit haben wir noch nicht angerührt. Ja, das kennen wir ja, dass wir da momentan so erfolgreich drin sind, dass das, dass wir das nicht brauchen. Okay. Das Gesetzbuch wurde erforscht. Ich habe ein bisschen die Details runtergedreht. Das hängt ja mit, ja, mit der Aufnahme und den Temperaturen, die aktuell vorherrschen, ist das immer ein bisschen heikel. Da fängt mein Rechner schnell an zu rauchen. So, schauen wir doch mal. Oh, wir forschen da oben, wunderbar. Schauen mal eben in die öffentliche. Ah, ne, da waren wir schon richtig. In den Zivilisationswert rein. So, Tempel haben wir hier eine ganze Menge. Da könnten wir noch ein paar mehr bauen. Sieht momentan leicht unter 50%. Ich würde mal 45% hier sagen. Also könnten wir jeden Tempel nochmal bauen. Dann könnten wir. Kampfveranstaltungen in der Arena sind schon mal gut. Theaterstücke führen wir nicht auf. Musikalische Vorführungen sind ein bisschen zu wenig. Na gut, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wir können mal die Schauspielerschule. Die Schauspielschule. Haben wir die nicht schon gebaut? Ich meine, hier vorne steht sie doch, genau. Hört sich an, als wäre in der Arena was los. Naja, das müsste sich ja dann auch bald mal erledigen. Vielleicht wäre auch ein kleines Theater. Theater, genau, das Theater wird noch benötigt für die Schauspielschule. Aber hier müsste, na gut, Amphitheater ist mehr für Gladiatorenspiele und Tierkämpfe. Brauchen wir hier noch ein Theater hin? Na, wo platzieren wir das denn? So, ich würde sagen, hier oben wäre nicht verkehrt. Da setzen wir die Fleischbuben, nenne ich sie mal, die Ziegenfarmen, die setzen wir mal ein bisschen an die Seite. Ziegen zuchten, so nennen die sich ja. Einmal. Zweimal. So, ein Weg hier runter. So, aber vorher kommen die hier an die Seite. Mitsamt Wege. Eure Händler haben entscheidende Güter in einer fernen Stadt erworben. Na, komm. Na, jetzt aber. So. Die Zufriedenheit in der Stadt sinkt. Jo, wieder ein bisschen zu viele Einwohner vermutlich. So. Naja, so viel Platz verschwenden möchte ich ja nicht. Bauen wir das so. So. Und noch einen schönen Weg dran. Vorne auch noch einen dran. Seite. So. Müsste man jetzt noch einen Weg hier runter bauen. Und alle sind glücklich. Wunderbar. So, und hier oben sehen wir auch schon. Ah, da. Güter wurden von euren Händlern in einer fernen Stadt verkauft. Schon, tauchen schon die ersten Schauspieler auf und der Karrenwagen, der Karrenfahrer läuft da durch. So, die benötigen hier Zugang zur Schule. Den haben die. Die sind nur zu blöd, da hinzukommen. Die Schule, die ist hier direkt hier vorne. Hinter dem Krankenhaus. So, also, das Theater haben wir schon mal gebaut. Dann hatten wir noch den musikalischen Zugang, den sollten wir noch verbessern. Musikalische Vorführungen. So, Theaterstücke kommen jetzt hier. Musikalische Vorführungen. Da können wir nochmal einen Piazza bauen. Ein oder andere setzen wir vielleicht oben noch eine hin. Anderes. Und ja, das müsste eigentlich. Ha, dürfte gerade eben nicht passen. Oder. Man könnte. Machen wir mal den Weg hier weg. Könnte passen. Na, natürlich passt es nicht. Also dieser Randbereich hier, den ihr hier drumherum seht, der ist ja. Für Wege und so gedacht. Ja, gut. Dann nicht.
können wir den Platz schön dekorieren. Wir können ja hier unten noch einen hinsetzen. Ein Holzlager haben wir da. Das könnten wir auch verschieben. Holzlager setzen wir dann hier hin. Kommt das hier weg. Der Weg auch. Wenn wir den Weg noch zu packen kriegen. So, und dann bauen wir hier irgendwo eine Piazza hin. Ah, das kriegen wir schon hier reingefriemelt. So, da. Wohnbau. 1A. Sieht doch super aus. So, okay. Haben wir da schon mal Platz für musikalische Aufführungen? Die öffentliche Verwaltung wurde erforscht. Okay, dann, was haben wir dann noch? Dann haben wir noch. Nein, da wollen wir erstmal nicht dran. Zirkusrennen, Wunder und Forschung. Forschung betreiben wir. Zugang zum Senat, Zugang zur Bibliothek. Okay, eine Bibliothek könnten wir noch errichten. Da haben wir bestimmt auch noch irgendwo ein Plätzchen frei. Oder auch nicht. Einen finden wir schon noch. Hier oben könnte man eine Bibliothek errichten. Ja. Geht's hier irgendwo? Na gut, wenn hier das hier mal alles weg wäre und der Baum vor allem. Ich muss mal folgendermaßen machen, dass wir hier noch Holzposten hinsetzen. Damit nicht mal den Baum da wegschlägt. Und dann setzen wir hier die Bibliothek hin. Das reicht ja, dass wir den Baum umhauen. So, wie jetzt. Und dann kann auch jeder Holzposten weg. Ebenso die Wege hier. Das hier kann alles weg. So. Okay, dann sehen wir mal, wie da die Bibliothek reinpasst. So, wir sehen auf jeden Fall, dass sie passen wird, wenn auch die Feuerwehr wegkommt. Und der Weg hier vorne mal ausgestaltet wird. So. Bibliothek. Und da steht sie. Tadada, die neue Bibliothek ist eröffnet. Nur den Weg durchgezogen. So. Sieht doch super aus. Haben wir schon mal eine Menge geschafft jetzt. So. Okay. Was haben wir noch? Die Herrschaften hier haben mal wieder keinen Zugang zum Bade. Tja. Wer zu blöd ist zu gehen, der soll nicht belohnt werden. Die haben auch keinen Badzugang. Ja, das Haus können wir mal hier vorne hinsetzen. Schauen wir noch mal hier oben rein. Was haben wir denn noch? So, Bibliothek haben wir jetzt schon mal. Bildung haben wir vorhanden. Senat haben wir nicht. Den müssen wir aber auch erstmal entwickeln. Der ist nämlich hier. Wo steht der? Der stand doch hier unten. Ja, der stand hier irgendwo. Haben wir hier? Ach, da ist der Senat. Ah, sieh an. Ja, dann bauen wir den auch noch. Den haben wir natürlich nur einmal, denke ich. Wäre nicht schlecht, wenn wir den in der Stadt irgendwo haben. Stadtzentrum. Vielleicht auch hier in der Nähe. Auch nicht verkehrt. Passt hier nicht mehr. Aber da vorne ist er natürlich gut, wenn er hier reinpassen würde. So gerade eben nicht. Ja. Passe daneben. Das kaiserliche Dekret wurde erforscht. Auch nicht, jetzt forschen wir gerade nicht mehr. Ja, hier wäre natürlich schön, ja, wenn wir den hier irgendwo hätten. Oder eben in der Nähe vom Forum. Wo steht denn das gleich? Also das Stadtzentrum. Da. Ja. Okay. Dann setzen wir den Senat auf den Stadthügel hier oben vielleicht. Wäre auch eine Idee. Setzen wir den auf den Stadthügel. So, hier. Ganz hier oben. Nee, da natürlich nicht. Oben wäre gut, aber neben die
Bauernhöfe möchte ich jetzt auch den Senat nicht setzen. Ja, hier oben wäre auch nicht schlecht. Naja, naja, naja. Oder hier. Guck mal, da passt es mal wieder nicht. Und irgendwie brauchen die Leute ja auch Zugang dazu. Also wenn es zu weit weg ist, ist das auch blöd. Naja, komm, wir setzen den Senat. Setzen den jetzt hier neben die Tierbändiger. Das ist zwar nicht gerade angemessen, aber muss wohl so sein. So, wir können die Trajansäule bauen. Aha, brauchen wir 30 Steine. Wo soll dieses Wunder errichtet werden? Trajansäule? Naja, die können wir doch mitten in der Stadt errichten. Vielleicht hier. Der Ort für dieses großartige Bauwerk wurde markiert. Es bedarf jedoch viel Zeit und Stein, bis es vollendet sein wird. Okay, dann kaufen wir mal Steine ein. Oh, jetzt sieht man hier an meinem Zeiger, dass ich eine ATI-Grafikkarte habe. So ein typischer Fehler. Ja, wunderbar. Das soll aber jetzt erstmal kein Problem sein, hoffe ich doch. So. Dann brauchen wir Steine. Die können wir ja kaufen. In Deva. Gut. Da müssen wir einen unserer Handelsposten. Ach, der hat schon Steine gekauft. Wunderbar. Dann können wir dem jetzt erstmal sagen: Kauf keine Steine mehr. Tja. Müssen wir nur wissen, wie. Ah, ja, genau, Handel stoppen. Okay. Steine haben wir genug und. Ah, da kommen sie auch schon hin. Ah, Trajansäule steht schon zum Teil. Sehr gut. Wunderbar. Okay, so, schauen wir nochmal nach, warum die abgewertet werden. Die haben. Vorhin waren eine Menge Leute zur Arena unterwegs. Da muss heute eine Schlacht stattfinden. Ja, kein Zugang zur Bildung, wieso denn das nicht? Diese heiße Sonne macht mich ganz schwach. Zu blöd hinzukommen. Aber arbeitet doch keiner, da arbeitet einer. Aber wir haben noch genug Arbeitslose. Hier, Landstreicher haben wir hier genug. Ja, da werde ich jetzt nichts dran ändern. Stattdessen kümmern wir uns um. Ah, hier, den Zivilisationswert haben wir um 9 erhöht. Und das Wunder schießt im Hintergrund in die Höhe. Und hier sieht man. Ah, wunderbar. Sicherheit ist noch gefragt. Dann brauchen wir wohl noch Wachtürme. Und Feuerwehr. Naja, hier möchte ich jetzt ungern einen Wachturm reinsetzen. Eher hier unten hin. Feuerwehr gegenüber. So, hier oben noch eine Feuerwehr. Vielleicht auch noch. Ne, da steht schon eine. Ja, dann hier noch eine. Hier so. Auch noch. Wir brauchen ein freies Gelände, um dieses Bauwerk zu errichten. Wir brauchen ein freies Gelände, um dieses Bauwerk zu errichten. Sehr gut. So, dann hier unten noch. Ein Wachturm. Statthalter, es stehen keine Bürger zur Verfügung, um hier zu arbeiten. Okay. So, der möchte aufgewertet werden und umziehen. Gut. Damit sind wir doch einverstanden. Wohin? Hier zwischen. Oh, hier vorne, ins Eckhaus. So. Und da ist der nächste, der sich selbst aufwertet. Wunderbar. Da wird aufgewertet, auch gut. Weiter vorne hin. Ach, da ist ein Arzt dazwischen. Die Zufriedenheit in der Stadt steigt. So, jetzt noch die beiden Häuser hier noch. Jetzt sind hier noch zwei Häuser rein. Nehmen wir mal die hier unten weg. So. Sieht doch super aus hier. 71% Zivilisationswert und die Trajansäule wächst. Oh, da kommt ein Video dazu. Na, kommt da noch was?
Trajan würde sich freuen. Tja, Trajan hat Xanten gegründet. Stadt am Rhein. Gut, das war's. Okay, wir haben die Trajan-Säule. Sehr schön. Haben wir schon mal ein Wunder da stehen. Und das gibt auch... Aha, das gibt bestimmt noch Punkte. Fortschritte in der Technologie, Wunder. Oh, da können wir ja die Löhne ganz schön zusammenstreichen. Und die Arbeitszeit erhöhen. Ja, nee, ist natürlich nicht gut. Wir sollen ja auch ein bisschen von dem, was wir hier machen, profitieren. Wunder und Forschung, das sieht super aus. Hier, Pracht ist gut. Sehr schön. Zugang zu Ärzten können wir nochmal verbessern. Und zum Krankenhaus und zur Bildung. So, machen wir das mal zuerst mit der Bildung. Da errichten wir nochmal eine Schule. Eine Grammatikschule. Vielleicht hier oben. So. Ja, eigentlich sind eher die hier unten diejenigen, die die Schule haben wollten, ne? Das ist jetzt so sinnvoll, war, die da hinzusetzen. Setzen wir die da hin und reißen die da oben wieder ab. Wobei, vielleicht doch nicht. Lassen wir doch erstmal noch stehen. So, Krankenhäuser und Ärzte. Ein Krankenhaus. Ja, das andere ist ja hier in der Nähe, also hier vorne. Und dann vielleicht noch einen Arzt daneben. Ob man den unbedingt braucht. Wo war der Arzt? Da. Grundlegende Versorgung für viele unserer Bürger. Jetzt mal den. Setzen wir den hier oben hin. Ja, irgendwie. Ah, hier oben an dem. An dem Speicherbau. So. Okay, man sieht hier vorne an den Gebäuden, dass das wohl sehr gut ankommt, was wir hier so alles machen. Das waren die Plätze, die zuletzt frei wurden, weil die schon ideal waren für die Siedlung. Oder ideal waren für die... ich glaube, die Gladiatoren sind fertig ausgebildet. Sie werden bald kämpfen. So, dann könnten wir... 20.000 Einwohner sollten wir bald bekommen. Oh ja, wir sollten wieder Stadthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Forschung begonnen. Also, was sagten wir noch? Schauen wir nochmal rein. Wir sagten Ärzte, Krankenhaus und Bildung, genau. Bibliothek vielleicht noch eine bauen, um Sicherheit noch verbessern. Ja, was soll man denn bei der Sicherheit noch verbessern? Nichts, da gibt eigentlich nichts mehr. Wir haben hier schon überall Wehrtürme. Das müsste eigentlich reichen. Dann schauen wir mal in die nächsten Reiter rein. Religion. Da könnten wir nochmal eine ganze Menge Tempel gebrauchen. Sklavenmarkt könnten wir auch bauen. Für die reicheren Bürger. Und wir könnten mal eine Bettenwerkstatt dafür opfern. So, da setzen wir dann den Sklavenmarkt ein. Zack, bumm, da steht er. Ja, die Bettenfabrik kann man ja daneben setzen. Platz finden. Da zum Beispiel. Wir brauchen ein freies Gelände, um dieses Bauwerk zu errichten. So, da haben wir es auch gefunden. Okay. Wir können nochmal weiter nach Wundern schauen. Das Kolosseum können wir bauen. Wo soll dieses Wunder errichtet werden? Das ist natürlich, was im Sinne des Wortes, kolossal. Ja, wollen wir das bauen? Ich würde mal sagen, wir haben es ja eigentlich, ne? Wenn nicht wir, wer dann? Hier hinten, mit dem kleinen Theater, bräuchte man eigentlich ein Gegenstück. Sollte man auch nicht unbedingt alles auf einer Fläche knubbeln. Bauen wir das einfach mal hier hinten hin. Hier ganz freistehend. Boom. Der Ort für dieses großartige Bauwerk wurde markiert. Es bedarf jedoch viel Zeit und Stein, bis es vollendet sein wird. So, bin ich auch mal gespannt, wie viel Stein das hier braucht. Schauen wir da nochmal nach, wie viel Stein wird benötigt. 100! Okay, dann können wir ja hier den Handel wieder einschalten. Kauft mal 60 erstmal. Also auf einmal. Wir haben ja hier noch
90 im Lager im Moment, dann können wir das mal wieder umstellen. 10. Das brauchen wir dann doch nicht. Aber ich glaube, der holt jetzt erstmal 60. Naja. Eine Botschaft von Romulus. So wie ich Rom gegründet habe, so habt ihr das Fundament einer anderen mächtigen Stadt gelegt. Ich bin über eure Fortschritte erfreut. Ja, das ist sehr gut erkannt. So, das ist hier der... Die Kollektivregierung wurde erforscht. Das war's gleich, das war's gleich. Setzen wir noch nicht um. Kollektivregierung aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Können jetzt diese Gebäude umsetzen, aber dann müssen die so weit raus. Und das ist ja wieder nicht so ideal, weil die dann wieder fernab der Versorgungswege sind. So, was hatten wir denn noch? Also man sieht, den Leuten geht es hier wirklich gut inzwischen. Also die freuen sich ja doch sehr. Tempel hatten wir gesagt, genau. Zirkusrennen haben wir keine. Dann brauchen wir nochmal einen Zirkus. Dann bauen wir auch den. Den bauen wir dann vielleicht sogar hier hinten. Ja, hier ist ja genug Platz. Ah, hier hinten würde ich eigentlich gerne die großen Paläste, diese Villen da platzieren. Ah, wo setzen wir dann den Zirkus hin? Ja, oder setzen wir die Häuser hier hinten hin? Das ist aber auch super weit weg von allem. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir setzen den Zirkus hier hinten hin. Und zwar so. Total platzverbrauchend. Statthalter, für den Zirkus werden Wagenmannschaften für die Rennen benötigt. Wir sollten eine Wagenlenkerschule errichten, um sie bereitzustellen. Ja, machen wir doch. Kein Problem. Die wird auch noch gebaut werden. Also erstmal schön Zugang einbauen hier. So, einmal drumherum. Es wird alles dekoriert werden hier. So, dann kann man die Wagenlenker ja hier unten hinbauen. Schule für Wagenlenker und Streitwagenbauer. Der Streitwagenbauer, der braucht Holz. Der sollte also hier errichtet werden. Kriegen wir den hier vorne noch rein? Natürlich nicht. Setzen wir den hier so hin. So, da kann auch der Wagenlenker direkt daneben lernen. Ah, es ist ein bisschen warm, Zirkus. Ich möchte nicht gerne so große Gebäude haben. Vielleicht setzen wir auch einfach die Schule um. Den Wagenbauer um. Wir bauen hier die Schule hin. Genau. So machen wir das. Hier die Schule. Und der Wagenlenker oder Wagenbauer. Streitwagenbauer, so, da kommt hier unten hin. Der ist ja nicht ganz so groß. Alles klar, so, hier die Straße durch. Hier hinführt. Okay. Wunderbar, dann haben wir auch das schon mal. So, die wollen jetzt alle umziehen. Tja, da brauchen wir eine Menge Platz. Also wir können ja jetzt mal versuchsweise schon mal eins hier mitnehmen. Hat das Theaterstück schon begonnen? Ich will nichts verpassen. So, jetzt nehmen wir mal mit. Oh, Moment, hier können wir einen hinsetzen. Der dürfte noch in Reichweite von allem sein. Das Domus wird natürlich auch wachsen. Können wir teilweise mit einer Nähe unterbringen? Das wäre natürlich ideal. Zum Beispiel. Aha. Da habe ich doch eine Idee. So, das Haus setzen wir. Wo setzen wir es hin? Das hin. So, Junge, geh mal weg. So. Das kommt dahin. Sollte die Versorgung auch ideal sein? Dann brauchen die noch. Die Bibliothek haben sie und den Herrenschmied wurde erforscht. Ah, Moment, Aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Herrenschneider,
Forschung begonnen. So, den Herrenschneider bohren wir. Da ist er. Aus Leinen macht er feine Toben. Ja, Leinen haben wir genug. Und zwar hier oben. Bei dem Flachs. Dem Flachsbauern. So, hier geht noch ein Herrenschneider hin. Hier können wir noch eine Straße reinziehen, oder? Geht das noch? Nein, das geht nicht mehr. Schade. So. Okay, dann macht der Herrenschneider. Wunderbar. So, dann machen wir erstmal wieder eine Pause. Die Zeit ist wieder rum. Das Kolosseum wird gebaut. Sehr gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!